Willkommen zurück bei Metal Gear Solid 5. Ja, letzte Folge dann zum Schluss doch. Huch. Doch nochmal entdeckt worden. Bisschen doof gewesen. Aber den Typen, den wir rausholen sollten, das haben wir auch gepackt. Kann ich hier hochfahren? Ja. Haben sogar eine ganze Menge Heroismus bekommen. So, Materialverarbeitung auch. Wunderbar. Ach, guck mal. Krass. Sind das Wölfe? Will die jetzt nicht umfahren? Ach, nö. Ach, leck mich doch. Ja, komm. Scheiß Reflexmodus weg. Mann, ich rechne mal überhaupt nicht damit, dass die hier auch mal eine Patrouille zu Fuß losschicken auf diesen Wegen. Machen die natürlich, ist ja klar, aber ich hab's jetzt einfach verpeilt. Kann ich irgendwie durch? Ich hoffe. Vielleicht sogar mit dem Auto. Nee. Hier oben komme ich aber irgendwo durch. Sandsturm. Okay, wir laufen mal die paar Meter. Geht's hier nicht irgendwo durch? Doch. Kommt noch. Das ist ganz geil, da gibt es dann immer mal so kleine Schluchten zwischen den Dörfern. Muss man da nicht ewig außenrum fahren oder außenrum laufen und reiten. Ja. Gut, jetzt kommen wir dahin, wo ich hin möchte. Ja, einen müssen wir noch rausholen. Wetter klart auf, da können wir eigentlich mal noch ganz schnell genau Nachschub anfordern. 4700 Punkte kostet der Spaß. Wenn man sich auf den Punkt stellt, die Abwurfzone, und man kriegt diese Kiste auf den Kopf, kriegt man da sogar ein bisschen Schaden von. Supply drop complete. Oh. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Halber Kilometer. Ach nee, da hinten noch mal rein. In diese scheiß Baracken. Ach du Scheiße, da waren wir doch auch schon. Oh Gott, das kann wieder was werden. Na, Halleluja. Alter. Ach hier, hinter uns. Nicht so schlimm. Fuck, schlaf ein.
Ich glaube, jetzt pennt sie ein, oder? Nein, doch nicht. Ah! Alter! Alter! Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it. Oh, fuck. Snake, talk to me! Snake! Snake! Dachte, der hat dort schon rumgestrauchelt und ist am Einpennen, deswegen hatte ich kurz eingehalten. Das probieren wir nochmal. Daneben. Lauf. Ich habe noch nie einen Bären gesehen. Ich glaube, die kommen jetzt auch so nach und nach, die anderen Tiere. Letzte Folge schon. Oder diese Folge. Von diesem Wolf gesehen. Oder war das doch letzte Folge? Doch, noch einen Hintern. Huch. Das braucht er einfach nur mehr. Ich meine, es ist ja ein Bär. Brauchst du vielleicht von Anfang an einfach ein bisschen mehr Munition? Können wir den mitnehmen? Alter, das ist ja nice. Gott, das Vieh am Schwanz gepackt oder was? Nee. Ha. Geil. Okay, dann können wir direkt nochmal Nachschub anfordern. Please select a drop point. Supplies requested. Die letzten paar Meter. Extraction arrived at 5000 Punkte gibt der Bär. Plus eine ganze Menge Heroismus. So, Karteninformationen geupdatet. Oh nee, wir müssen wieder da oben rein. Ah, das kann ja was werden. Niemand da? Ist hier keiner? Da oben ist einer. Analysis complete. Okay. Stimmt mich schon mal ein bisschen positiver. Da ist bestimmt was unter der Brücke. Da gehen wir mal hin. Bestimmt ein Diamant. Oder? Blinkt irgendwo was? Nee, natürlich nicht. Doch, vielleicht hier. Schade. Na gut. Echt nur da oben einer drin. You have arrived at your destination. Okay, der schaut gerade auch in unsere Richtung. Denk mal, wenn wir hier so im Graben bleiben, dürfte erstmal nicht so viel schief gehen. Ah, eine Pflanze. Noch ein Diamant. Zack. Auch niemand.
kann ich auch so ein einsammeln, ohne mit dem Ballon abholen zu müssen. Die steckte sie aber in die Hosentasche so lange. Okay, es wird langsam wieder dunkel. Kommt man hier hoch? Das probieren wir gleich mal. Ich nehme erstmal noch die Pflanzen hier drüben mit. Zweimal schwarze Karotte. Nee, oder? Doch, hier? Nee, schade. Das ist natürlich geil. Hier ist echt niemand weiter. Komm schon. Oh. Das sind diese einfachen. Der dort dreht sich nicht nochmal in unsere Richtung. Okay, und es wird dunkel. Sun will set shortly. Gut für uns. Natürlich nice, dass hier überhaupt keiner weiter ist. Treibstoff, jawohl. Hier oben auch nicht am Haupteingang. Okay. Ich denke mal, wir müssen hinter zu den Baracken. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Da war einer. Okay, gerade nochmal so gut gegangen. Analysis complete. Ach, komm. Okay, wir gehen mal wieder hier oben drüber. Da haben wir doch mal einen besseren Überblick über die Baracken. Oh. Was ist das für eine Pflanze? Achso, die Wermut. Analysis complete. Oder der ist wieder da unten im Keller, wo wir schon mal einen rausgeholt haben. Analysis complete. Ich glaube, den wir suchen, der hat auch wieder so eine rote Mütze auf. Da sind zwei, da ist einer. Hier ist keiner weiter. Okay, hier ist niemand. Ja, auch nicht. Ich höre jemanden, aber ich glaube, da sind die beiden da weiter hinten. Da steht noch mein Auto rum. Dem könnten wir dann vielleicht nachher wieder fliehen.
Verdammt, 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 verdammt. Da ist wohl nur ein Ablenkungsschuss. Der erste. Scheiße, kriegen die mich mit von da hinten? Probier's jetzt einfach. Nee. So. Ah, da drin blinkt's. Nochmal Nachschub ranholen, müsste eigentlich reichen, wenn ich mich nicht ganz so blöde anstelle. Alter. Fuck, da war noch einer. Oh. Der ist sogar sehr gut. Ja, dann komm mal mit, Freundchen. Bei uns geht's dir besser. Mein Gott, da hatte ich jetzt aber Glück. Oh. Das haben sie jetzt alle beide mitbekommen. Ist gar nicht so wild, wenn die jetzt hierher kommen. Kann ich die beiden auch noch wegnehmen? Kommen die hier hin oder wo gehen die lang? Gehen da vorne weiter. Ah, die kommen hier weiter hin. Nummer 1. Nummer 2. Ich hoffe, das waren alle. Auch mit. Bin mir immer nicht so sicher, wie lange die schlafen können durch die Munition. Ich hole mir jetzt doch noch mal was. Bärtengeräusch gehört. Ich sehe hier keinen mehr. Aber keiner. Oder? Doch, da. Was hat der drauf? Analysis complete. Nicht so viel, egal. Darf auch mit an Bord. Jetzt dürfen wir aber echt mal langsam alle von hier haben, oder? Da, das ist er, den brauchen wir. Oh, ich komme nicht durch das Glas, kann das sein? Halt! Ah, sollst den Typen einsacken? Mann! Ja, das sind leider nicht mal so viele Einheiten da, die sind jetzt auf unserer Basis. Scheiße, ist egal, entdeckt, aber wir haben den Typen. Huch!
Ich wollte den gar nicht schmeißen. Ist er das doch nicht? Oh. Okay, verdammt. Müssen wir doch nochmal rein. Bei der festen Überzeugung, weil er halt so eine Mütze auf hat, das ist er. Vielleicht ist er das ja auch, aber... Doch, das war er. Die drei Kommandanten rausgeholt, die anderen sind noch Fragezeichen. Oh Mann, das war eine Mission über drei Folgen jetzt. Okay, wir müssen erstmal das Missionsgebiet verlassen. Ja, am besten hier so in die Richtung. Ich hoffe einfach mal, uns kommt hier keiner entgegen, oder? Neue Bedrohung? Okay, im Lager selbst. Wir haben so ein Emblem, ein Emblemteil der Rennmaus erhalten. Okay, ich komme ja gar nicht weiter runter. Ich dachte, hier geht es da nochmal ab. Wenn ich jetzt hier runter springe, war es das, glaube ich. Könnte ich hier eventuell... Ja, doch. Das müsste da mitmachen, oder? Snake? Ja. Na schön. Wir haben es doch gepackt. Ich weiß nicht, was los ist. Wenn ich für mich immer jetzt mal gespielt habe, einfach nochmal die gleiche Mission gemacht, da hat das alles geklappt. Es ist komisch. Das ist aber, glaube ich, allgemein so. Auch wenn ich anderen Leuten zusehe, bei Spielen von irgendwelchen Spielen, dann denke ich mir das Gleiche. Mensch, stell dich nicht so an. Wenn man dann selber Aufnahmen macht und spielt, dann geht es anderen halt so. So, Heroismus nochmal ein bisschen was dazu bekommen. Rang D, na super. Codename Octopus. Gab aber eine ganze Menge Kohle, 243.000. Oh, guck mal, das ist fast voll. Ocelot got the details of the meeting out of that commander. It seems you've been doing your job just a little too well, boss. The Soviets have begun reinforcing the 40th Army's units in Afghanistan, sending in more men and new equipment. While things haven't exactly been easy for us up till now, they're about to get even tougher. More staff from each of the teams are active in the area of operations now. That means some will be wounded, get sick, or suffer PTSD. That's where the medical team comes in. I've taken the liberty of commissioning the construction of a new medical platform. Having proper medical facilities for the men is a matter of life or death. So I put up the resources this time around. You can check on the platform's progress by selecting base facilities under the iDroid's mother base menu. Geil. Sanitätsteam wurde gegründet, hat auch direkt eine Basis dafür gebaut. Also so eine Plattform. Befehl los. Stuhlgang für die Horse ist jetzt verfügbar. Bitte? Wozu? Aha, jetzt bekommen wir das aus den Käfigen. Zwei Rennmäuse. Noch mehr? Nee. Elite-Soldaten. A plus Radarspezialist. Was haben wir noch? Auch nochmal A plus. Wilder. Mhm. Na, gar nicht so schlecht. Es gibt sogar den Rang S++, sehe ich gerade. Den kann man, glaube ich, auch selber erreichen, oder? Side-Ops List updated. Nebenoperation hinzugefügt. Analysis complete. Mensch, wieso komme ich denn immer auf diesen blöden Karton? Enemy presence detected. The map has been updated. Bedrohung in der Nähe entdeckt. Okay, ist vielleicht die Basis da oben oder kommt hier jemand? Nee. Gut, dann schauen wir noch mal rein. Please select a mission. Hier sehen wir auch die anderen Sachen. Kommandanten und die Soldaten in seinem Fahrzeug insgesamt 4 rausgeholt.
Gespräch der drei Kommandanten bis zum Ende angehört. Ja. Zwei in der Stadt. Gwandai, festgehaltene Person rausgeholt. Na gut. Das nächste wäre Besatzungsmacht. Machen wir aber nicht. Nebenoperation. Motherbase-Soldaten, Unglückshund. Ach genau, das hier ist mit den Zielübungen auf der Plattform. Ach, da sehen wir auch, wie sich die Motherbase ausgebaut hat. Stimmt, wir hatten ja irgendwann mal was in Auftrag gegeben. Das müsste ja alles fertig sein, ne? Das ist alles fertig gebaut, genau. Cool, das hier braucht noch 20 Minuten, die Sanitätsplattform. Nur noch 14 Minuten. Können wir noch mal was entwickeln? Ja. Erstmal nicht so viel Sinnvolles, wie ich finde, aber Moment. Was fehlt uns hier für Entwicklungsteam-Level? Ah, okay. Wo sind denn noch mal die Scharfschützengewehre hier? Unten ist eins mit Schalldämpfer. Ah, Entwicklungsteam und Informationsteams jeweils Level 8 sein. Ja, schon krass, was die hier alle so eingebaut haben. Geil. So, gibt es bei den Missionen noch was Neues? Ja, okay, die Kassetten halt, ne? Please select a mission. Besatzungsmacht, da müssen wir wieder da hoch. Okay. Eliminieren Sie den Oberst, der vom Dorf Sakrae zum Smase fortversetzt wurde. Oh Gott, die Namen. Und sorgen Sie dafür, dass die Panzer der Smase fort nicht erreichen. Empfohlene Waffe, Rakete. Für einen Panzer wahrscheinlich. Hm. Na gut, machen wir beim nächsten Mal. Wollen wir hier oben nochmal reinschauen? In den kleinen Außenposten. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Vielleicht gibt es da noch mal ein paar Rohstoffe, die wir gebrauchen können. Dann nehmen wir die noch schnell mit. Ah, mindestens drei sind das immer. Verdammt. Ja. Waren das alle oder pennt da noch irgendwo ein anderer? Der hier hat schon gepennt. So, wunderbar, nochmal zwei Treibstoffressourcen. Gibt es hier ein Radio oder so? Nee. Na gut. Okay. Dann war es das hier wieder erstmal von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.